Ich komme dann später nochmal vorbei, wenn du dann so peu à peu alles eingestampft hast. Was haben die vor? Oh ne, die haben doch nicht etwa vor, dann hier meine Stadt einzunehmen, oder? Ich habe keinen Bock, hier meine Armee zu verlieren, deswegen parke ich die mal da. Ach, der stimmt ja, den gibt's ja auch noch. Was macht der? Frisst der denn? Haha, jetzt müsste der eigentlich gleich ein Tiger, der Bäume futtert. Das ist mir neu. Das ist mir neu. Gut, hier, dann kriege ich jetzt mal ein bisschen Ärger. Das sollte aber nicht unbedingt das Problem werden. Da liegt ein Stein. Das Dorf kriegt ziemlich Stein. Damit kann man doch sicherlich ganz toll irgendwelche... Boah. Das ist aber auch ganz fies, wenn man sich hier die einzelnen Leute raussucht. Oh. Was, das ist dem direkt auf den Kopf gefallen. Okay, dann holen wir mal die etwas fieseren Geschosse raus. Wobei Geschosse hier wahrscheinlich genau richtig sind. Ja. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ja, noch passend dazu alle abgewürgt. Ich glaube, da kam gerade nicht mehr wirklich böse hoch. Also diese böse... Wie soll man... Da, diese böse Wolken... Die Wolken sind überhaupt böse drin. Aber hey, komm, lass ich die das Dorf zurückerobern. Das ist eh nicht interessant genug für mich. Und deshalb überlasse ich denen das einfach mal. Die macht gerade... Ach so, die Mauer. Okay. Wir versohlen uns den Hintern, Boss. Wie wär's, wenn du einfach mal hier ein bisschen... Ich meine nur... Das wäre vielleicht... Boah, interessant, wenn du mal hier ein paar Gebäude platt machen würdest. Ja, komm, mach. Übernimm das. Dann gehen wir mit dem blöden Ticken nicht auf den Keks. Was wollten ihr? Ich werde nicht mehr. Die haben die Lagerhäuser voll. Beschweren sich am Ende. Wir wollen neue Lagerhäuser, weil wir zu wenig... weil wir so viel Kram in den Lagerhäusern haben, dass es überquillt. Und dann beschweren sie sich, dass sie kein bekehrter Bauer blödes Korn sie haben. Sie sollen diesen Ort nicht lebend verlassen. Nun ja, es geht schlimmer. Es geht definitiv schlimmer, weil jetzt klaue ich den einfach wie das letzte Mal schon das Getreide hier raus. Komplett sogar und verteilt es dann hier rein. Weil dann können sie es da wieder auffüllen. Und die müssen nicht, oder die von oben, die von oben müssen nicht so weit laufen, um an ihr Getreide, um an ihr Abendessen zu kommen. Ihre Kreatur hat unsere Mauer durchbrochen. Also ich mich jetzt gerade frage, oh, 800 von 1200. Ja, fast 900, dann fehlen ja nur noch 300, bis es voll ist. Deswegen darf es auch schon mal rot blinken, weil wir in Gefahr sind. Definitiv. Oh, Moment, meine Nase kribbelt gerade. Die schlimmste Niederlage für den Eroberer ist, selbst erobert zu werden. Niemand kann uns aufhalten. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das Projekt jetzt im Winter aufnehmen würde, weil wir haben Sommer und ich... Ja, ich habe das eben noch nicht... Das Projekt habe ich eben noch nicht komplett fertig aufgenommen. Deswegen mehr oder weniger 1:1, wo ich vorproduziere. Und dann habe ich dennoch Schnupfen. Ist doch unglaublich, oder? Eine Sekunde. Da, gelernt. Schlafen. Neben feindlichen Gebäuden, das ist eigentlich. Ja, solange du nicht angegriffen wirst, davon wachst du ja auf. Da kannst du mal Felder bewässern. Auf jeden Fall. Und Bäume bewässern. Definitiv ja.
Definitiv ja. Was ich jetzt noch wissen wollte, war angreifen, Mauern. Da wollte ich das ein bisschen rumzersetzen. Angreifen. Feindliche Gebäude. Und feindlichen Soldaten. Schlafe. Ja Gott, bis ich die alle durch habe. Das sind ja Kilometer. Eieiei. Die Kreatur ist unser Ziel. Das ist ja echt eine Menge hier. Warum ist hier ein grünes? Ich schlafe so oft wie möglich in meinem Gehege. Ja, wieso auch nicht? Dafür ist es ja gebaut worden. Also, von daher. Oh, jetzt kommen alle Armeen hier runter. Die werden ziemlich böse gerade. Bauchstoß. Sieht zwar ein wenig, ja, wie soll ich sagen, zweideutig aus, aber es ist ein Bauchstoß, der anscheinend effektiv ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bauch in ungefähr 3,5 Meter Höhe so effektiv ist, dass der die Leute auf den Boden wegknallt. Aber hey, wenn das so ist, dann... Ich bin der Letzte, der sich da beschwert, weil meine Feinde drauf geht. Also, ja. Oh, was haben wir eigentlich hier? Ach ja, im Amphitheater gibt es natürlich auch Schauspiele. Und ich bin der Meinung, dass da oben sind ganz normale Bürger, die das aufführen. Genauso wie der Kerl hier unten. Das Problem ist, man kann ihn nie wirklich... Ja, der ist... Ups, Entschuldigung. Der ist nämlich verschwunden. Aber ich... Ja, der kämpft jetzt schon wieder gegen den Eisbären. Und hat gerade gewonnen. Und hier oben sind eben die Turner. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Moment, man könnte das ja eigentlich testen. Ha! Verfolgt Vorführung, aber führt dabei selbst auf. Also irgendwo müssen sie ja dann auch ihre Figuren hinbekommen. Boah, die sehen ja aus, als würden die auf einem Turnboden rumhüpfen. Aber warum hatten sie das damals gar nicht? Wenn die das damals echt so hingekriegt hätten, wäre das echt der Hammer gewesen. So, jetzt muss ich mal nach meiner Kreatur gucken. Ja, alle geblitzt. Ehrwürdige Krieger. Eine Armee hat sie schon mal ordentlich zerlegt. Wie ist das möglich? Jetzt kommt noch der Rest dran. Hier, wie wäre es, wenn du mal kurz hier hinkommst? Na, kannst du herkommen? Dann hättest du nämlich auch ein bisschen mehr Platz, um die Soldaten klein zu kloppen. Genau. Dann kannst du es da ablegen und dann hast du mehr Platz für die Soldaten, um so zusammen zu kloppen und dann einfach töten. So, wie du Bock hast. Wieder so. Wir sind dann alle draufgegangen. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich wollte sie ja im Endeffekt beeindrucken. Da fehlen mir jetzt noch 3723. Eindruck an sich. Nur die Frage ist, wo nehme ich den Eindruck her, da die hier Gebäude hier unten eher Minus-Eindruck verschaffen und ich die beeindruckenden Gebiete schon vollgebaut habe. Wo nehme ich da den Eindruck her? Das ist schon eigentlich eine ganz gute Frage. Ich meine, hier wäre ja noch ein bisschen Platz, also das ist ja nicht so, dass es nicht gehen würde im Endeffekt. Ich denke noch, eine Partymeile beim, also eine Taverne? Kann ich die? Da ist nicht mehr genug Platz für andere Sachen hier. Ich guck einfach, dass ich noch ein paar Häuser dahin gebastelt kriege. Vielleicht funktioniert das. Dann könnte das sogar mit dem Eindruck noch hinkommen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Eindruck ich dafür bekomme. Jetzt kann ich noch mal gucken. Oh, hier haben wir es doch. 40 plus... Was? 14? Was? Nein. Plus 35. Plus 39. Plus 39. Ja, das ist... fast 80 Eindruck für das Gebäude an sich. Es ist jetzt nicht schlecht, aber...
definitiv geht's besser mit hier 100 und 60. 80 jetzt nur noch. Komm, wieso sinkt das so extrem? Na, hier können wir noch eins hinbauen. Und hier. Und wenn wir die dann noch an die Straße anschließen oder eine Straße dahin bauen würden. Damit 3000 hinbekommen. Auf jeden Fall können wir mit den drei, mit den vier Gebäuden hier, 5, 6 mit denen da unten, oder an der Ecke besser gesagt, weil die sind ja nicht unten, können wir schon mal, wie viel hatten wir da? 160 plus 40 wären 200, knapp 200 wären 12.200 Eindruck gewinnen und ja, das wäre doch schon mal annähernd fast die Hälfte zusammen mit den anderen Häusern wird das die Hälfte sein. Demnach, wieso nicht? Ist doch eigentlich ganz cool. Was macht der da? Nichts anderes zu tun, als irgendwo in der Wildfremden einen Baum zu gießen. So, wie weit seid ihr eigentlich? Ihr habt ja... Stimmt, ihr habt ja keine... Dings mehr, ihr habt ja keine Angreifer mehr. Wie wär's denn, wenn ihr, wenn du einfach mal hier nur die, ja, die Armeen platt machst und dann, mal sehen, die Armeen platt und dann da in der Stadt ein bisschen terrorisieren, wenn du Lust hast und dann, obwohl du kannst zurückkommen und Felder und, nicht mehr vorhandene Bäume wässern, die sind mir nämlich langsam ausgegangen. Kann ich die nicht hier gerade mal so? Ach komm schon, ich will doch nur einen Baum hier hinpflanzen. Kann ich nur einen Baum hier hinpflanzen? Das ist doch echt abartig. Ey, komm schon. Sonst geht das doch immer. Ja, und jetzt hat er auch noch den blöden Eindruckkram. Und dann kann ich ihn erst recht nicht gebrauchen. Na komm schon. Ja, okay, ich probiere es. Vielleicht kriege ich ja doch einen neuen Baum daraus. Ich glaube es zwar nicht, aber... Nein, es funktioniert auch nicht. Es funktioniert auch nicht. So ein Müll. Ja, das bringt mich jetzt eben nicht weiter. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ja. Ihre Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Was läuft zuerst los? Natürlich den Baum. Gut, nicht gut eigentlich. Ja, ich habe ihn zu Holz verarbeitet. Ja, klasse. Willst du mich verkohlen? Ich kann ihn nicht mehr an den Platz setzen, wo der eigentlich wachsen müsste. Na, dann eben hier. Wasserwunder kannst du hier eh immer gebrauchen, wegen den vielen Feldern. Ich meine, da werden die eh... die brauchen eh immer Wasser, um zu wachsen und so weiter. Dann kann man ja dann doch mal ein wenig Wasser drauf werfen. Ja. Oder man kann einen Baum gezielt gießen. Oder auch ein Feld gezielt gießen. Noch. Der Stamm wird angegriffen. Na, endlich wieder. Da kriegen meine Soldaten nicht auch wieder Erfahrung. Und eine Aufgabe zu tun, weil die fressen ja immer noch ein bisschen doppelt so viel Korn, wie sie eigentlich bräuchten. Von daher ist das auch schon ganz gut, dass ich hier... dass das sich auch auszahlt. Ich meine, was hätte man denn, was wäre das denn bitte für eine Armee, die das, die Korn wegfuttert, aber keine, ja, meine Stadt nicht beschützt. Das wäre ja irgendwo ein bisschen lächerlich. Ne? Das weiß ich gerade nicht, welches, ach da, okay. So, dann, nochmal da rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Irgendwo haben die ein Problem mit ihren Feldern, ich weiß auch nicht.